Hallo, ich bin Adi Karnebogen, der Artdirektor, dem die Frauen vertrauen. Adi Karnebogen, dieser Name steht für Design der Sonderklasse. Gestaltungsalltag, dramatische Brainstormings, Ideenschicksale rund um Kreativität, Budgets und Hoffnung. Mit großem Einfühlungsvermögen und einer Prise Empathie stelle ich die Interessen und Bedürfnisse meiner Kunden stets höher als meine eigenen Wünsche. Und manchmal gerate ich auch persönlich in schwierige und heikle Win-Win-Situationen. Sicher, eine Karikatur ist immer noch wichtig, denn es gibt immer noch Ungerechtigkeit in der Welt und es gibt Menschen, die Macht ausüben und denen sollte man einen Spiegel vorhalten und eine Karikatur kann dieses leisten. Die Karikatur hat eine Zukunft, gerade durch neue Medien wie das Internet. Wollen die Leute Unterhaltung, aber auch Information, und eine Karikatur kann beides bieten, nämlich politische Bildung, Information in einem unterhaltenden Rahmen. Ja, das Skizzenbuch ist immer dabei oder das Notizheft. Also selbst wenn ich in der Badewanne liege, dann habe ich immer einen Zettel dabei und wenn eine Idee kommt, immer sofort aufschreiben. Meistens reicht ein Stichwort und dann kann ich mich daran erinnern. Köln ist eine multikulturelle Stadt. Die Leute sind tolerant und ist ein schönes Klima, zu arbeiten und um Ideen sich auszudenken. Ich sträube mich, Waffen darzustellen oder mit Waffen oder ein Thema zu bearbeiten, wo eine Waffe zu sehen ist. Denn allein dadurch, dass man es dann wiederum darstellt, wird es präsent und ich möchte es einfach nicht. Aber bei so, unangenehmeren Personen der AfD, die sagen mir dann auch nichts und Die sind sicher auch Zielscheibe und auch zu Recht Zielscheibe von Karikatur, aber nicht unbedingt jemand, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Ja, meistens die Ideen, die kommen ja auch schon im Schlaf oder im Halbschlaf und dann werden auch schon morgens die ersten notiert. Und das ist wahrscheinlich das, was mich antreibt, das sind die Ideen. Es macht immer noch Spaß. Irgendwas kommt immer bei rum. Man muss dranbleiben.